Es geht um unsere Zukunft. Extra Radio stellt die Kandidaten für Hochfranken vor. Geh wählen. Extra Radio anhören, ansehen und wählen. Ja, mein Name ist Verena Tümmel. Ich komme aus Oberkotzau. Ich bin 42 Jahre jung und bin gelernte Bürokauffrau bzw. Schneiderin. Und zurzeit bin ich selbstständig Kauffrau, hauptsächlich im Außendienst, wo ich einfach für verschiedene Firmen arbeite. Politik besteht nicht aus Versprechungen, sondern konkrete politischen Lösungen. Das heißt, ich möchte mich für bestimmte Sachen konkret einsetzen. Das Thema Familienpolitik liegt mir sehr am Herzen. Eines der Hauptschwerpunkte ist das Erziehungsgehalt. Eltern, die Kinder erziehen, sollen wieder die Möglichkeit haben, dies auch daheim zu tun. Und wir setzen uns dafür ein, dass ein ordentliches Erziehungsgehalt an die Eltern gezahlt wird, an die Frau, die zu Hause ist, dass sie wieder ordentlich entlohnt wird und dass sie einfach die Möglichkeit hat, ihre Kinder zu Hause zu erziehen. Und ich setze mich auch dafür ein, dass der Schutz des ungeborenen Lebens einfach mehr gefördert wird. Ich setze mich für Adoption statt Abtreibung ein, dass einfach diese Bürokratie abgeschafft wird, dass es erleichtert wird, ein Kind zu adoptieren. Ich setze mich für die Förderung des Lebens von der Geburt bis zum natürlichen Tod ein. Das heißt, dass auch gute Arbeitsbedingungen in unseren Krankenhäusern da sind, dass auch die Palliativmedizin wirklich vorangetrieben wird. Ich bin allerdings gegen aktive Sterbehilfe. Ich setze mich für den Erhalt der christlichen Werte in unserem Land ein, die nach und nach verschwunden sind. Wir sind in einem Jahr der Reformation und mir ist es wichtig, auch als kleines Licht und als Christ eine Veränderung in diesem Land zu bewirken. Und ich möchte in den Bundestag hinein, um dort wirklich Veränderungen zu bringen und dort einfach wirklich als Christ etwas zu bewirken und diese Werte wirklich voranzubringen. Dafür stehe ich und darüber möchte ich mich freuen, wenn Sie mich wählen am 24. September. Also wen ich wählen werde ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten, aber ich kann Ihnen meine wärmsten Empfehlungen für die Frau Tümmel aussprechen. Natürlich ist es mir als Mutter auch wichtig, dass in unserer Gesellschaft ein höheres Verantwortungsbewusstsein für werdendes Leben geschaffen wird, dass für werdende Mütter in Kreißsälen gute Bedingungen geschaffen werden, dass wirklich es wieder sich mehr Leute dafür entscheiden, Kinder zu bekommen. Weil es gibt so viele Familien, die gar keine Kinder bekommen können und die gerne eine Adoption oder ein Pflegekind für sich beanspruchen würden. Und es ist schade, dass dann eigentlich immer mehr Menschen abtreiben, weil es das Einfachste ist. Und es wäre schön, und das ist ja auch ein Schwerpunkt von der Frau Tümmel, dass man da wieder Alternativen schafft, dass für jeden was dabei ist. Dass die Menschen, die vielleicht ungewollt schwanger wurden und das Kind nicht für sich behalten wollen, einfach die Alternative haben, das mit anderen Menschen zu teilen, die gerne ein Pflegekind oder ein Adoptivkind haben möchten. Natürlich einerseits wegen all ihren Schwerpunkten, die sie sich jetzt festgesetzt hat, wegen der Familienpolitik und wegen den Punkten, die ich bis jetzt auch schon angebracht habe. Aber andererseits natürlich auch, weil ich weiß, dass sie fest hinter ihren Vorsätzen steht und ich weiß auch, dass sie schon fertige Konzepte hat, die sie dann einfach einbringen wird und dass sie im Bundestag den Laden aufmischen kann. Und deswegen würde ich Ihnen empfehlen, ihr ihre Stimme zu geben. Geh wählen. Extra Radio anhören, ansehen und wählen.